Ich glaube, wir machen das so weit. Ich denke, wir rechnen jetzt mit einem Zeitraum von ungefähr einer halben bis dreiviertel Stunde. Der Siamak wird was erzählen. Wir haben diese Eilversammlung angemeldet, nachdem wir erfolglos versucht haben, ihr habt es vorhin gehört, die Maskenpflicht beim Aufzug wegzubekommen. Wir haben Widerspruch eingereicht, wir haben Klage eingereicht und es kommen eben Begründungen aus dem Jahr 2020 über das Infektionsgeschehen. Ihr seht es in der Hauptstraße selbst. Wir haben nirgendwo mehr Maskenpflicht, sogar in den Innenräumen ist die Maskenpflicht zum Teil entfallen und wir laufen schikanemäßig mit Maske. Das hat mich so geärgert oder uns so geärgert, dass wir gesagt haben, dann wird eine Eilversammlung angemeldet von mir mit dem Titel gegen willkürliche Beeinträchtigung des Versammlungsrechts und nicht evidenzbasierte... Entscheidungen der Stadt Heidelberg. Entstanden. Ich hatte eine Rede vorbereitet, die ich normalerweise den Herrschaften im Weststadt vortragen wollte, weil die sind ja so solidarisch. Und wir haben ja jetzt die Gelegenheit, ich würde gerne die Rede im Prinzip hier vortragen wollen. Freiheit kann man sich nur nehmen. Freiheit wird einem nicht gewährt. Der 20.3. sollte der Freedom Day werden. Seit mehreren Monaten, seit fast über einem Jahr, gehen Hunderttausende Menschen auf die Straßen und propagieren Frieden, Freiheit und Demokratie. Und seit Monaten werden diese Menschen, auch wir, von den Medien, Sozialschmarotzern in den Parteien, Kirchen und sonstige Organisationen und hingewaschenen Busterlinien ausgelacht. Mit der Aussage, wir würden ja schon in Freiheit leben. Nun stellt sich für mich die Frage, wenn wir schon frei sind, warum sprechen unsere sogenannten politischen Führer von Freedom Day? Wir haben jetzt gemerkt, dass der 20.3. ein weiterer Cheating Day geworden ist, an dem wir mal wieder von den Antidemokraten in Berlin und Stuttgart verarscht worden sind. Die Ausnahmeregelungen werden zu Generalregelungen. Unsere Leinen werden ein wenig länger gelassen, aber die Ketten bleiben. Fast alle Bundesländer haben beschlossen, die sinnlosen und schwachsinnigen Maßnahmen zu verlängern. Vor allem Baden-Württemberg. Baden-Württemberg ist vorne mit dabei. Und vor allem... Und vor allem sind sie ganz vorne dabei, was den Beschiss an Menschen betrifft. Es gibt keine Probleme an den Krankenhäusern in Baden-Württemberg. Und die gab es auch nie. Die Corona-Maßnahmen sind und waren nicht nur unverhältnismäßig, sie sind verbrecherischer Wahnsinn.
Spielplätze Nachtausgangssperren. Ausgangssperren zwischen 22 und 5 Uhr morgens. Geschlossene Schulen, geschlossene Geschäfte. Aufteilung in systemrelevante und nicht systemrelevante Arbeitnehmer. Besuchsverbote, Vorgaben, wer mit wem, wann, wo und wie lange verkehren kann. 15-Kilometer-Regelung. Ausgangssperre ab 21 Uhr für Ungeimpfte. Das hatten wir vor ein paar Wochen hier in Heidelberg. Betretungsverbote für ganze Städte, Versammlungsverbote, Verhaftung, weil Menschen mit dem Grundgesetz in der Hand durch die Stuttgarter Innenstadt gelaufen sind und Dutzende weiterer schwachsinnigen Regelungen. Wir haben uns die ganze Zeit allen Auflagen unterworfen, egal wie schwachsinnig, hirnrissig, dämlich und bescheuert. Nun müssen wir lernen, diesen idiotischen, bescheuerten, blöden, sinnfreien, behämmerten, beschränkten, stupiden, nur aus einem grün versifften Kopf stammenden Nonsens an Verordnungen und Auflagen nicht mehr mitzumachen. Es muss endlich der Tag kommen, an dem wir Nein sagen. Die grün-rot lackierten Antidemokraten halten uns für bescheuert. Nur weil wir uns noch an den demokratischen Werten festhalten, glauben sie, dass sie ohne Widerstand mit ihren Urkuschlappen auf unsere Grundrechte und Werte treten können. Nein, das können sie nicht. Die Impffreie werden systematisch und unverschämt diskriminiert und ausgeschlossen. Aber irgendwann ist auch die rote Linie überschritten. Wir mussten endlich Nein sagen. Bis hierher und nicht weiter. Hätten wir schon vor einigen Monaten sagen sollen, hätten wir von vornherein Nein sagen gesagt, dann wäre es nie so weit gekommen. Mundige Bürger brauchen keinen Vormund. Freiheit kann man sich nicht erimpfen. Ist, dass die Maskenpflicht zum Fetisch der Koronisten geworden ist. Und diese Pflicht wollen sie beziehen und Clown verteidigen, aber wir werden unsere Grundrechte und unsere Freiheiten beziehen und Clown verteidigen. Wir müssen endlich Nein sagen und verhindern, dass Menschenrechtsverletzer wie Olaf, Klaus und der Spätzlemau und seine Lakaien in den Stadtverwaltungen, die ihren Kopf nicht zum Denken benutzen, sondern nur dafür verwenden, damit voran in den Allerwertesten von den Despoten in Stuttgart zu kriechen, weiterhin unsere Freiheit halten. Liebe PolitikerInnen, liebe BundeskanzlerInnen, liebe JournalistInnen, liebe AngstmacherInnen, PanikmacherInnen, siehe Covid-AnhängerInnen, liebe KoronistInnen, wir bedanken uns für euren unermüdlichen Einsatz, das Volk 2 Jahre in Angst und Schrecken zu versetzen. Dafür, dass ihr uns 2 Jahre lang belogen habt. Dafür, dass ihr Milliarden für unnütze Tests und FFP2-Masken ausgegeben habt. Dafür, dass ihr uns gezeigt habt, wie man Geschäfte mit Masken machen kann. Dafür, dass ihr endlich gezeigt habt, was man alles mit Pfefferspray machen kann. Dafür, dass ihr uns gezeigt habt, wie die Wasserwerfer funktionieren.
Dafür, dass ihr gezeigt habt, wie Gesundheitsschutz funktioniert. Dafür, wie man Menschen gesund prügelt. Danke dafür, dass ihr uns gezeigt habt, wie die Reiterstaffeln und Hundestaffeln der Polizei arbeiten. Vor allem bedanken wir uns bei den deutschen Gerichten, dass sie uns gezeigt haben, dass von Gewaltenteilung kein Bedarf besteht. Wenn man blind der Regierung vertrauen darf. Wir bedanken uns, also ich bedanke mich ganz herzlich bei unserer ersten Bundeskanzlerin, die uns gezeigt hat, dass Frau auch das Volk vor sich selbst schützen muss, dass Frau, indem sie verfassungswidrige Bundesgesetze erlässt, zur Entlastung der Verwaltungsgerichte beitragen kann. Und dass Frau auch das Regieren vereinfacht, indem sie eine korrupte Marionette als Vorsitzende des Verfassungsgerichtes installiert. Wir bedanken uns auch bei dem Senil des Roten in Stuttgart, der uns gezeigt hat, wie man friedliche, demokratische Menschen von Demonstrieren abhalten versucht, indem man sie vom sogenannten Verfassungsschutz unter Beobachtung stellt. Wir bedanken uns dafür, dass solche Gestalten wie Cum-Ex-Olaf, Cum-Ex-Habert, das Sprachgenie Baerbock, der Kuhmelker Habeck und der beste Finanzminister aller Zeiten, der seine Großmutter sogar für ein Amt verkaufen würde, uns zeigen, wie Demokratie geht. Vielen Dank. Bedanken, dass sie unsere Kinder 2 Jahre lang gefoltert haben und dafür, dass sie unsere Großeltern alleine, ängstlich und einsam sterben ließen. Liebe Koronisten, liebe Koronistinnen, danke, dass ihr uns gezeigt habt, wie solidarisch ihr seid. Ab jetzt kommen wir alleine klar. Vielen Dank. Aber wir sollten nicht aufhören, unsere Forderungen nochmal zu stellen. Und zwar, wir fordern die sofortige, bedingungslose Wiederherstellung aller unserer Freiheitsrechte. Die sofortige Aufhebung aller Maßnahmen und jegliche Impfpflichtbestrebungen, die vollständige Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen, wissenschaftlich und rechtlich. Ja.